Weiter, weiter, weiter. Denn der Bodo sitzt auf seinem Bagger und der baggert noch an seinem Baggerloch. Und wir bauen weiter hier. Jetzt geht die Sonne auf. Schön, oder? Schön, schön. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir... Falscher Knopf. Kellerkind starb an Altersschwäche. Natürlich. Das konnte sie auch nicht eine Minute vorher machen, ne? Als ich die Aufnahme noch nicht gestartet habe. So. Du bist natürlich auch wieder mit dabei, mein liebes Kellerkind. Also, wie auch immer, wir werden hier unten... Tja, also wir haben theoretisch 5 Karottchen hier, die wir was, wo wir was machen können. Und hier gibt es auch noch ein paar Karottchen. Am Ende des Tages... Er konnte nicht warten. Genau, also, da kommt das Wasser zurück. Dann werden wir erstmal ihn hier auf Wasser stellen. Zack, 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 zack. Alles anmachen. Der aus. Im Prinzip können wir das Ding auch wieder wegreißen. Denn den hier, habe ich beschlossen, werden wir da hinsetzen. Ich alles doof. Da so hin, so rum, so weg. Einmal dort bitte. Hat der eine 2 oder eine 3er Tiefe? Maximale Tiefe 2. Haben wir. Dann bitte dort. Eine Plattform hin. Und ein Weg drauf. So. Dann machen wir den hier leer. Ja. Rustikalruttenpumpen gehen 2 tief. Ne? Ja, das ist. Aber das ist aber auch alles hier. Meine Güte. Muss ich mal sagen. So, in 1,2 Tagen ein paar trocknen. Das Wasser nehmen wir jetzt hier nur rein für die Produktion der guten. Karöttchen. So. So viel zu dem Thema. Nächstes Thema ist. Sprengstoff. Und bevor wir uns um das gute Sprengstöffchen kümmern, müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier vorne ein bisschen mehr... Jetzt haben wir ja hier die Produktion von den hier. Das machen wir mal kurz in die Pause. Wir müssen das auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Denn die Produktion der Zahnräder ist zu niedrig. Da werden wir im Moment noch ein bisschen mehr brauchen. Und das gibt in Zukunft wird das eh alles umgebaut. Aber... Ich will jetzt erstmal eine Abteilung hier unten hin haben. Und da werden wir einmal ein Sägewerk. Einmal ihn. Und hinten ran kommt bitte eine Windmühle. So. Und da wir das ja wieder verwerten können, sollte das auch kein Problem sein. Das können sie erstmal bauen. Und da müssten dann halt auch langfristig ein paar Biber rein. Keine Wasserkraft? Nee, noch nicht. Das kommt langfristig, ist Wasserkraft geplant. Langfristig soll die Wasserkraft hierhin, hier an die Stelle, entweder hier oder hier, damit wir... Oh, nein, ich habe vergessen, die Dinger aufzumachen. Merde. Okay, jetzt ist das Ding wenigstens voll hier. Jetzt können wir auch mal gucken, wie schnell die ertrinken. Ach, guck, 2 Tage. Ja, läuft. Ja, läuft im wahrsten Sinne des Wortes gut bei uns. Und darauf einen Schluck Kaffee. Prost. Eisenzähne haben den Kaffee, ich auch. Ich habe zwar keine Eisenzähne, aber trotzdem gut. Aber trotzdem schmeckt's. So, also. Pause bitte. Dich brauchen wir noch nicht. Du wirst gebaut. Passt also soweit. So, die haben wir fast alle abgeholzt. Da wächst es jetzt auch wieder. Und dann müssen wir jetzt uns darum kümmern, dass wir hier diese ganzen Pumpen jetzt erstmal... Jetzt haben wir 4 übrig. Ah, dann haben wir jetzt keinen, der hier hin und her läuft, ne? Und wir müssen sogar noch einen weiteren Forscher bauen. Wir können keinen weiteren... Wir müssen einen weiteren Forscher bauen. Wir können keinen... Wir müssen aber... Wir machen noch ein weiteres Haus.
ein Weg dahin. Hohe Priorität. Und dann kommt hier ein weiteres Haus hin. Wir brauchen noch zumindest 3 Biber brauchen wir noch. Das ist jetzt noch ein bisschen zu wenig, was wir haben. Essen sie überhaupt Beeren? Die essen die Beeren. Ja. Die haben wir hier auch eigentlich gut auf Lager. Wir haben jetzt hier 300 Beeren auf Lager. Das sieht erstmal ganz gut aus. Und jetzt müssen wir gucken, dass sie wirklich hier diese Karotten auf Lager kriegen. Und wir hier halt diese Karotten auch hier rauskriegen, dass die hier einlagern, dass die vor allen Dingen auch umlagern hier rein. Nein, Annette ist gestorben. Oh nein, Annette! Haben wir für Annette einen Biber übrig? Nein, haben wir nicht. Kaiserstuhlgang ist erwachsen geworden. Der Gott Kaiserstuhlgang höchstpersönlich, der uns mit seinen genialen Stuhlgang-Ideen beschert, ist jetzt offiziell erwachsen. Schön. Nee, freut mich. Ungemein. Der sieht aber komisch aus. War da noch Kaffee drin? Hatte ich den nicht ausgetrunken? Nun denn, wir haben wichtigere Sachen zu tun. Dort geht's weiter. Wo arbeitet Kaiserstuhlgang? Oh, das ist eine gute Idee. Loro starb an Altersschwäche. Oh nein! Lord Helmchen auch! Tobi! Kaiserstuhlgang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es aber ganz schnell ganz leer hier. Jetzt haben wir 7-mal Leerstand. Eieieiei. Kaiserstuhlgang arbeitet in der Holzfällerfahne. Kaiserstuhlgang hackt Holz für die Biber. Jetzt haben wir aber ganz schön viel Abgang gehabt hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da müssen wir gleich ein bisschen gucken. Ich glaube, Annette hatte auch noch keinen neuen Biber, oder? Annette, ich glaube, du hattest auch noch keinen. Nee. Ab Annette müssen wir gleich mal nachbauen. So, du hast noch keinen Strom. Ich werden wir mal gerade pausieren. So, er wird gefüllt. Das ist gut. 500 Wasser haben wir. Karotten kommen auch. Sehr schön. Da oben. Jetzt will ich eigentlich dich einmal vorher fertig bauen. Und wir haben. Ah, wir haben kein Rohholz mehr. Was machen wir da? Dann werden wir die hier mal abreißen. Die brauchen wir nicht. Können Sie das zumindest mal nehmen? Haben wir hier unten noch irgendwo was? Nee. Nee, 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 nee. Leider nicht. Leider nicht. Gut, dann müssen wir mit dem leben, was wir haben. Der Gott Kaiser muss Beeren sammeln. Nur Annette, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Bei den Ruinen ist noch ein toter Baum zum Abholzen, oder? Bei den Ruinen. Ja, das kann sein. Stimmt. Was sind das für welche? Oh ja. Ja, du hast recht. Birken. Ja, das ist eine gute Idee. Mit Mischwäldern. Ja, normalerweise ich auch. Ich eigentlich auch. Jetzt haben wir gleich ein paar, die geboren wurden. Dann werden wir erstmal Annette und Tobi E einführen wieder. So. Annette in Generation 2 und Tobi E schon in Generation 3. So. Das Thema. Hi, Talia. Talia Darkford. Hi, schön, dass du da bist. Guten Abend. Beim Überlaufen hat es noch 2 Dämme, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Noch eine Dürre. Wir haben mehr Glück als Verstand, oder? Also, jetzt mal ohne. Sch
Ohne Flachs jetzt, ey. Doch, da kommen sie ran. Nehmen wir die auch noch weg. Machen wir die erstmal, das Häuschen hier erstmal fertig. Dann können sie wenigstens kleine, falsche Taste. Dann können sie wenigstens kleine Mini-Biber bauen. So, der ist noch nicht voll. Aber wir brauchen... Wir haben Probleme mit den Arbeitskräften, ne? Wir haben, pass mal auf, wir haben 30. Wir brauchen die beiden jetzt mal gerade nicht. Pause, Pause, Pause. Dann haben wir zumindest mal einen hier drin, Herr Kowalski. So, das bist du. Sehr schön. Jetzt ist noch Lord Helmchen und Loro. Den fehlt es noch. Ich habe auf der Map 5 Zyklen gehabt und dann kam das Faulwasser, alles tot. Ja, wir spielen hier unter schwer sogar noch. Und wir sind jetzt auf Zyklus 7 und haben immer noch Dürre vorhergesagt. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll, als... ich weiß nicht, was ich hier noch mehr sagen soll als Schwein gehabt. Also ganz ehrlich, mehr fällt mir da wirklich nicht zu ein. Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. Wäre jetzt interessant, ob die Natursteine Wasser durchlassen, die man durch die Erde machen kann. Ich habe, also soweit ich das bisher verstanden habe, ja. Hm. Bane Control. Brain. Oh, ich habe das R vergessen. Einmal. Da bitte. Einmal abholzen. Okay. Gut. Dann haben wir da ein bisschen Holz. Wasser kommt. Wir haben jetzt, das müssen wir durchrechnen, wir haben 600 Wasser. Wir brauchen 2,5 Wasser pro Tag, pro Biber. Das sind 30, 60, 75. 150 in 2 Tagen. 150 in 2 Tagen. 4 Tage sind 300. 8 Tage schaffen wir ohne zusätzliche Wasserversorgung aktuell. Passt das? Passt, ne? Und da sind nochmal, da ist nochmal ein Tag Kapazität. Den haben wir allerdings noch nicht voll. Gucken wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Okay. So. Jetzt haben wir hier die zusätzlichen Biber. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Und wir bräuchten noch 2 weitere Geburten nach Möglichkeit. Für unsere beiden Biber, die noch nicht da sind. Lass mich mal gucken, Sir Wichtig. Im Moment leider nicht. Tut mir leid. Wir haben noch einen Biber übrig. Oder 2 Biber, die noch wiederbelebt werden müssen. Aber danach gucke ich, dass ich dich mit reinbaue. Versprochen. So. Alle Pumpen bei Beginn der Dürre pausieren. Wenn die Zeit reicht, dann können wir das machen. Aber das, das Problem ist, hier oben können wir das machen. Aber unten wird es schwer, ne? Unten wird das schwer. Aber jetzt haben wir fast 300 zusammengesammelt. Jetzt können wir einmal schauen, wie viel Metall wir haben. Wir haben jetzt 20 Metall. Ja gut, klar, mehr Metall. Hey, mehr Metall macht auch keinen Sinn, weil das von unten ja keiner abholt. Pass mal auf, solange wir die ganzen Sachen nicht freigeschaltet haben, machen wir den Job mal dicht. Den brauchen wir jetzt so lange nicht. Der ist jetzt unwichtig. Du kannst lieber hier reingehen und da ein bisschen mit buddeln und da rumlaufen. Das ist wichtiger, dass hier eben gepumpt wird. Jetzt gehen wir mal auf 19 Stunden, dass die hier ein bisschen länger arbeiten und die Dinger jetzt wirklich voll machen. So, da gab es ein paar neue Geburten. Jetzt gucken wir mal, dass wir Lord Helmchen mit reinbringen. Lord Helmchen 3. Loro in Generation 2. Und das war's. Der Farsekel ist auch gestorben. Da brauchen wir auch gleich noch einen Biber für. Okay, gut. Also jetzt haben wir 300. Dann bitte die Schmelzerei. Die braucht 200 PS.
Wir bauen die hier mit dran. Die braucht 50. Eieieiei. Da müssen wir in der. Das machen wir in der nächsten Dürre. In der nächsten Dürre machen wir das. Hoffentlich kommt Lord Tämchen auf die Idee, die wahnwitzig-witzige Geschwindigkeit anzulegen. Ich hoffe. Du kannst noch 5 Häuser bauen. Ja, kann, aber wir haben das Problem ist, wir haben das Wasser und die Ressourcen nicht dafür. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das mit den Ressourcen hinkriegen. Und dann kriegen wir das, und dann kriegen wir das auch mit dem anderen Zeug hin. Das ist ein bisschen das Problem im Moment. Jetzt ist nur die Frage, wo bauen wir die Metallschmelze hin? Ich würde sagen, wir werden uns erstmal hier unten weiter ausbauen. Und die Energieversorgung kommt dahin. Das müsste dann passen. Ja. Und dann können wir einmal die Metallschmelze dahin bauen, wobei wir diese Sachen bitte noch pausieren. Damit wir hier nicht zu viel bauen im Moment. So. Eigentlich können wir die auch pausieren. Das ist dann so der langfristige Plan, wenn wir die Sprengstofffabrik haben. Und hier werden wir nochmal direkt einen hinlegen. Einmal da lang, bitte. Metallschmelze neben den Wohnblock. Ja, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, dass. Also die Idee ist gut hier. Ich finde die Idee gut. Aber das Problem ist, dann müssten wir die bauen und so viele Ressourcen haben wir im Moment nicht. Nicht bauen, bitte, oder? Nee, erst in der Dürre. Noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Wir müssen da vorne hier erstmal wieder unsere Produktion anschmeißen. Ansonsten wird das nämlich nichts. So, das sieht doch erstmal ganz gut aus bei dem Thema hier. Hier unten werden die Karotten jetzt produziert. Dann machen wir die Metallschmelze. Dafür brauchen wir dann gleich 30 Metall. Das produzieren wir unten. Und dann kann es da weitergehen. Jetzt haben wir hier unsere Dusche. Wir haben fast 750 Wasser. Ich würde sagen, das passt soweit. Dann können wir die Zeit jetzt ein bisschen reduzieren auf 18 Stunden. Wir wollen es aber nicht übertreiben hier bei uns. Wir wollen unsere Biber nicht quälen. Das wäre ja eine Katastrophe. So, du bist fertig. Ja, komm, wir machen das schon an. Aber das Problem ist, wir haben 5 offene Jobs übrig. Wir werden hier mal reduzieren auf 2. Da können wir jetzt im Moment nicht so viel reinpacken. So, einmal bitte Barsäckel der Dritte. Haben wir dich auch bitte mit drin? Aufschauer. Hi, schön, dass du da bist. Sehr cool. Okay. Also, hier wird die Schmelze gebaut. Daneben kommt die Produktion. Wir haben jetzt noch ungefähr, wenn ich das richtig sehe. Ach nein, das reicht ja noch gar nicht. Moment, Moment, stopp. Stopp, 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 stopp. Wir brauchen ja das Ding auch noch. Die Faulwasserpumpe. Damit wir dieses doofe Faulwasser noch pumpen können für die Sprengstofffabrik. Ah, verdammt. Seht ihr, das habe ich vergessen. Das müssen wir vorher noch bauen. Braucht die Faulwasserpumpe Energie? Nee, ne? Ich hoffe nicht.
Puh, das ist hart. Wo bauen wir denn die hin? Was für eine Tiefe hatten die? Zwei? Du Scheibenkleister, ey. Hier, ne? Was das? Nee, das sind drei. Oder? Eins, zwei, drei. Das sind drei. Heieieiei. Wo bauen wir denn das Ding hin, ey? Ohne dass unsere Biber kontaminiert werden. Bleibt ja fast nur hier hinten. Oder hier. Oder halt auf der anderen Seite. Das ist eine Zweierhöhe hier. Ja? Warte mal, wir können das ja mal testen. Ah ja. Ja, stimmt. Das heißt, das hier können wir nehmen. Wir könnten also hier runterbauen. Hier. Und da eine Faulwasserpumpe hinpacken. Dekorn 5E3. Hi, schön, dass du da bist. Also das würde funktionieren. Da können wir hingehen. Das geht. Das heißt, hier können wir Faulwasser rausholen. Wir wollten ja so und so hier runterbauen. Dann machen wir das als nächstes. Hier eine Treppe runter. Da lang. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. 0,6 Tage. Wir müssen hier gleich dicht machen, dass wir hier möglichst viel Wasser drin haben, dass das hier alles voll ist. Dann müssen wir hier mit einer kurzfristigen Überschwemmung arbeiten. Hier eine Staumauer und Schleuse. Ja. Ja. Ja, lasst uns das mal hier nicht. Wo? Hier. Hier? Oder wo? Oder hier? Boah, guckt euch das mal an hier. Was das für ein Gesöff hier ist, ne? Meine Herren, hier, ne? Die Frage ist, wenn wir hier eine Staumauer hinsetzen, dann würden wir das hier alles unter Wasser setzen. Unter Faulwasser. Also, ja, das ist cool. Das mit diesem Faulwasser ist echt toll. Also mal gucken. Die Dürre 0,4. Machen wir das Ding jetzt schon mal zu. Die halten 2 Tage aus. Das ist also kein Problem. Dann machen wir jetzt hier mal voll. Dann können die jetzt mal kurzfristig nicht arbeiten. Das ist kein Problem. Wie gesagt, die halten 2 Tage aus. Das ist kein Thema. So, hier ist alles voll. Kann man das kontaminierte Wasser reinigen? Nein, das geht nicht. Du kannst das kontaminierte Wasser umwandeln, aber leider nicht reinigen. Hier eine Schleuse. Ja, könnte man auch machen. Was man auch machen kann, das hatte ich in einem anderen Bild mal gemacht, ist hier hinten sogar. Hier könnte man auch was bauen. Und dann eben, oder beziehungsweise hier vorne. Und dann Talia Darkford. Danke fürs Folgen. Hi, schön, dass dir gefällt. Und dann quasi hier unten was reinbauen. Also im Prinzip hier da zumachen und das dann oder hier in diesem Bereich zumachen. Und dann hättest du hier ein riesiges Becken und da kannst du Wasser pumpen. Umwandeln heißt, du hast im Prinzip dieses Faulwasser und das kannst du in Essenz umwandeln. Das geht mit einem. Wo ist das? Wo ist das? Wartet, wartet, wartet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Energie, Maschinen. Also du kannst es irgendwo in Essenz umwandeln. Das müsste ich. Speicher. Distrikte wohnen ist es nicht. Ist es Wasser gewesen? Ah, hier hinten tatsächlich. Da. Mit einer Zentrifuge. Kannst du das in Essenz umwandeln und das brauchst du für diverse Dinge hier. Okay, so. Also das Wasser haben wir. Das Wasser haben wir.
Dann würde ich sagen, hier kommt als nächstes auch noch was hin. Kellerkind ist erwachsen geworden. Sehr schön. Jetzt hoffen wir mal auf eine kurze Dürre. Das wäre ziemlich nice. Eine Dürre kommt. Dies haben wir schon mitbekommen. Komm, 5 Tage. 5 Tage. Das wäre cool. 14 Tage? What? Was? Ja. Tja, in dem Sinne. Nächste Woche gucken wir uns ein anderes Spiel an. Nein, wir versuchen es natürlich trotzdem. Alter Falter, ey. 14 Tage. Danach kommt die Faulwasserflut und dann bist du tot. Ja, das ist ja. Wir arbeiten ja an einer Lösung, aber ich brauche Sprengstoff. Das ist so ärgerlich. So, jetzt müssen wir erstmal. Tja, was machen wir denn, Leute? 30 Tage. Genau, höher geht nicht. 30 Tage ist das Maximum. Mehr geht nicht. Wir müssen die Produktion hier starten. Damit wir das Ding hier schnellstmöglich fertig bauen. Es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt überall Leute rein. Und die beiden können wir mal ausmachen. Und dann hier unten jetzt erstmal so lange Wasser sparen, wie es geht. Boah. Alto Belli, ey. Also wirklich, jetzt haben wir keine Energie. Jetzt fehlt kein Wind mehr. Ich werd verrückt. Das kann noch nicht wahr sein. Alle pusten bitte. Laufrad einschalten. Gute Idee. Wer opfert sich? Bloodwork. Sehr gut. Passender Name fürs Laufrad. Ja, nu, ich sehe dich nicht laufen. Bloodwork. Sehr gut. Guter Biber. Eieieiei. So, jetzt wurde Kellratz geboren. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Fasekel starb an Altersschwäche. Dich hat mal wieder hinzugefügt. Erwachsen, erwachsen, erwachsen. Dann haben wir jetzt einen Biber übrig. Und das ist einmal wichtig. Der erste. Ja, du bist auch noch ganz kurz mit dabei. Bevor es hier zum Ende hingeht. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Na gut. Fiebler 18, danke für dein Abo. Freut mich, dass es euch gefällt. Danke, danke, danke schön. Danke schön. Annette nicht vergessen. Ist Annette gestorben? Warte, warte, warte. Annette hatte ich. Guck ich mal. Nee, hatte ich nicht. Ich habe hier mehrmals Arvidsson, aber keine Annette. Doch, da ist sie. Da ist sie. Das kommt davon, wenn du den Gottkaiser verunglimpfst. Tja. Warte. Kaiser. Nein. Alles gut. So, weiter. So. Tja. Wenigstens produzieren wir jetzt noch ein bisschen was. Was ist das ärgerlich? Nun gut. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwo optimieren. Wir müssten noch immer einen Job haben. Jetzt futtern die da unten was. Das ist also soweit kein Problem. Oh, cool. Dankeschön. Überhaupt kein Problem. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier WASD wieder finde. Ja. Jetzt müssen wir einmal durchrechnen. Wir brauchen ungefähr 150, 150 Wasser am Tag. Ne, Moment, 75, ne? 75, 150, 2 Tage, 300, 4 Tage, 600 sind 8 Tage. 750 sind also ungefähr 10 Tage.
Also wenn das Wasser hier am Tag 10 leer ist, dann könnte es reichen. Fireman 12299. Danke für dein Follow. Dann könnte es reichen. Also, ich habe das mal ausgerechnet. Ein Biber, wenn das sich im Update nicht geändert hat, verbraucht 2,4 und ein paar zerquetschte Wasser am Tag. Wenn sich das nicht geändert hat. Das ist ganz wichtig. Ich hatte auch mal die Verdunstungsgeschwindigkeit und so ausgerechnet. Irgendwo eine Excel-Tapete, wo ich mir das mal alles aufgeschrieben habe. Min-Maxing halt. Aber nun denn. Ja. Ich bin geschockt. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt können wir aber die Pumpen hier, die laufen noch. Pass mal auf, wir könnten natürlich. Also wir dürfen eigentlich vor 10 Tagen nicht unter 750 Wasser gehen. Das heißt im Umkehrschluss, dass du erstmal einen Stausee bauen solltest. Ja, genau. Das Problem ist, wenn wir den Stausee bauen, dann geht das nur hier. Und da können wir es eigentlich nicht machen, denn das, also der Stausee, wisst ihr, das Problem auf der Karte sind mehrere Sachen. Unten, ja. Aber wo? Wir müssen ja erstmal, also erstmal müssen wir zum Sprengstoff kommen, damit wir unsere Nahrungsversorgung sicherstellen können bei einer Dürre. Und dann können wir den Stausee bauen. Das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Wir könnten natürlich, und wir dürfen halt auch nicht mehr Biber nutzen, denn mehr Biber bedeutet natürlich auch mehr Wasserverbrauch. Jetzt ist die Frage, wo wir noch ein bisschen optimieren. Ich denke, wir können. Wir gucken mal rein. Einfach TNT essen, das wäre eine Möglichkeit. Wir gucken erstmal die Jobs an, wo wir noch ein bisschen optimieren können. Hatte ich auch überlegt, hier, ne? Hinter der letzten Schleuse hier. Ja, hatte ich auch überlegt, da ein Becken zu bauen. Das könnte man tatsächlich machen. Aber das braucht halt auch Holz, was wir auch nicht haben. Wir könnten die Erfinder ausmachen. Wir sind bei 279. Am Ende des Tages. Wir könnten damit das Faulwasser freischalten. Fluppdi schwupp. Das haben wir damit. So, Faulwasser können wir damit abbauen. Und jetzt bräuchten wir so und so noch, bis der fertig ist. Können wir eigentlich. Pass auf, wir machen die Erfinder erstmal aus. So. Dann haben wir einen Job noch frei. Und das ist der hier. Dann sind jetzt erstmal alle Jobs belegt. Dann können wir dich hier hinten. Du hast nichts mehr zu tun. Das heißt, den können wir eigentlich auch komplett entfernen. Das bringt uns wieder 10 Holz. Brauchen wir hier noch Metall? Ja, brauchen wir. Gucken wir mal, dass wir erstmal das Metall dahin schaffen. Und dann können wir den hier pausieren, bis die Schmelze fertig ist. Dann haben wir das zumindest auch erledigt. Einen riesigen Stausee, wenn du Wasser brauchst. Ja, das Problem ist halt, wir haben auch nicht genug Holz. Aber wir könnten hier jetzt anfangen, welches anzupflanzen. Wie weit reichst du? Auch nur bis da, ne? Wir können hier Holz anbauen. Das würde gehen. Bewässerungsturm abreißen. Wir haben 55 Holz. Ja, komm. Ihr habt recht. Weg damit. Hier bauen wir mal eine weitere Holzkultur auf. Das finde ich eine gute Idee. Die halten ja ohne Wasser relativ lange aus. Und hier gibt es Eichen, die dauern 30 Tage, bringen aber 8 Holz. Das machen wir mal hier vorne. Blub. Der reicht auch bis genau daran. Passt. So. Das Gute ist, diese Bäumchen, die halten relativ lange ohne Wasser aus. Das ist also nicht so schlimm. Es sind aber 12 Tagen und das sieht schon arg düster hier unten aus.
Na, gucken wir mal. 780 Wasser haben wir noch. Das Problem ist, wir hätten fast 10 Tage lang gleich kein Wasser. Und das bedeutet, wir haben fast 10 Tage lang kein Holz. Das ist viel schlimmer. Das heißt, wir können effektiv gar nichts mehr machen. Wir müssten also ihn hier auch aktivieren. Wir müssen ihn aktivieren. Und hier unten auch noch Kiefern bauen. Anders geht's nicht. Und dann werden wir hier noch Kiefern anpflanzen. Was kann er hier machen? Damit wir nicht auf dem Holz trocknen sitzen. Wie lange hält der Baum ohne Wasser aus? Ja, das ist jetzt das Problem. So also 8, 9 Tage hält er aus, aber länger nicht. Also mit viel Pech vertrocknen uns alle Bäume hier oben. Das ist halt wirklich das Problem. Ihr hattet es passend gesagt, vor einer Stunde ungefähr. Wir brauchen hier unbedingt, unbedingt Sprengstoff vor der nächsten Dürre. Ihr habt es passenderweise gedacht. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das schaffen.